Legenden nach gibt es eine Welt unter der unseren. Eine Welt, in der ein Drache schläft. Diese Legenden warnen. Sei vorsichtig, wenn du den Drachen weckst. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts ist Uran nahezu unbekannt und eigentlich wertlos. Doch schon 40 Jahre später ist es das begehrteste und am meisten gefürchtete Metall auf Erden. Das ist Uran. Als Physiker bin ich von seinen einzigartigen Eigenschaften fasziniert. Doch es ist mehr als das. Dieses eine Metall hat unsere gesamte moderne Welt geformt. Uran verändert alles. Uran ist für das Erscheinungsbild unserer Welt verantwortlich. Uran ist der Traum von sauberer, unerschöpflicher Energie. Gleichzeitig ist es der Albtraum einer leblosen und vergifteten Erde. Oh, es ist wirklich sehr heiß hier. Die Werte sind extrem hoch. Gehen Sie mit mir auf Spurensuche nach dem begehrtesten. Das ist ein Atomreaktor. Und dem meistgehassten Metall der Erde. Es ist diese Angst, wenn es explodiert. Was dann? Wie wurde die elementare Kraft des Urans, die Kraft des Drachens, entfesselt? Was ist geschehen, als wir den Drachen weckten? Dies ist die Geschichte, wie aus Uran eine Bombe wurde. Dieses Land ist die Heimat der Ureinwohner Australiens, der ältesten bestehenden Kultur der Erde. Ihre Legenden erzählen, dass ein heiliges Wesen, ein riesiges Reptil, dieses Land und die ganze Welt erschuf. Danach verschwand es wieder in den Untergrund. Dort schläft es und sollte besser nicht gestört werden. Mittlerweile wissen wir, dass sich hier im Boden die weltweit größten Uranvorkommen befinden. Uran ist wie ein schlafender Drache, ein Wesen von mythischer Kraft. Die Ureinwohner des Landes warnen davor, diesen Ort zu stören und das schlafende Wesen zu wecken. Denn dies würde in einer Katastrophe enden. 1945 wurde die Kraft des Urans in einer einzigen Bombe über Hiroshima entfesselt. Wie kann ein Element aus der Erde eine solche Kraft entwickeln? Ich bin in Australien geboren und habe hier Physik studiert. Die Geschichte dieser gigantischen Kraft hat mich schon immer fasziniert. Deswegen möchte ich der Spur des Urans folgen. Bevor es die Erde gab, vor Milliarden von Jahren, explodiert ein Stern, eine Supernova. Aufgrund der unvorstellbaren Energie der Supernova-Explosion bildet sich eine riesige Anzahl von radioaktiven Atomkernen mit unterschiedlichsten Lebensdauern. So entsteht Uran. Aus den Bruchstücken dieser Explosion entsteht vor 4,5 Milliarden Jahren unser Planet. Und das Uran wird Teil dieser heißen und flüssigen Erde. Die Erde kühlt ab, in ihrem Inneren eingelagert das Uran, immer noch aufgeladen mit Energie aus der Explosion des Sterns. Ich reise nach Tschechien, meine erste Station auf der Suche nach Uran. Das sind Geigerzähler. Sie messen nukleare Strahlung. Winzige Partikel, die aus den Überresten des explodierten Sterns kommen. Sie machen ein Geräusch, sobald sie Strahlung erkennen. Strahlung existiert natürlich überall auf der Erde. Hier in Tschechien ist der Wert etwa 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Das entspricht in etwa dem globalen Durchschnitt. Im Laufe eines Tages summiert sich das zur gleichen Strahlungsmenge, der man beim Röntgen der Zähne ausgesetzt wird.
Strahlung ist in der Luft, die du atmest, im Essen, das du isst. Sie ist in der Erde und kommt aus dem All. Verursacht wird sie von winzigen Uranbestandteilen und anderen radioaktiven Atomen, die sich überall auf dem Planeten befinden. Jeder Einzelne gibt nukleare Strahlung ab. Schlafen Sie neben jemandem, sind Sie höherer Strahlung ausgesetzt, als wenn Sie alleine schlafen. Das ist vollkommen normal. Dieses Phänomen heißt Hintergrundstrahlung und ist Teil des Lebens auf der Erde. Die Hintergrundstrahlung variiert von Ort zu Ort. Sie wird in Mikrosievert gemessen. Der natürliche Durchschnittswert beträgt 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Der Grund meines Besuchs in Joachimsthal ist nicht die Stadt. Mein Interesse gilt den nahegelegenen Hügeln. Das ist eine 500 Jahre alte Silbermine. Joachimsthal lebte einst vom Silberabbau. Und hier beginnt auch unsere Geschichte. Wir bewegen uns mit etwa 3 Metern pro Sekunde abwärts. Wir fahren schon seit über 3,5 Minuten. Wegen der Tiefe des Schachts habe ich Druck auf den Ohren. Hier muss es Uran geben. Ich messe 5 bis 6 Mikrosievert die Stunde. Das ist 50 Mal so viel wie die normale Strahlung an der Oberfläche. Wir sind da. Untergeschoss Joachimsthal-Mine. Ich suche nach einer dunklen Steinschicht. Ja, hier ist es. Die Bergleute haben dieses Zeug gehasst. Es bedeutet, dass die Silberader versiegt war. Aus diesem Grund nannten sie es Pechblende, was so viel bedeutet wie der Stein, der Pech bringt. Schauen Sie mal, was unter ultraviolettem Licht damit passiert. Es fluoresziert. 1789 analysiert der deutsche Chemiker Martin Heinrich Klaproth das Gestein. Er findet darin ein neues Element und benennt es nach dem kürzlich entdeckten Planeten Uranus. Dieses Pechblendegestein hat eine hohe Strahlung. Zur Erinnerung, an der Oberfläche beträgt die Hintergrundstrahlung 0,2 Mikrosievert. Dieses Gestein hat das 4000-fache davon. Energie geformt aus einem explodierten Stern. 400 Jahre lang kann man mit dem verhassten Stein nichts anfangen. Ebenso wenig wie mit dem darin enthaltenen Uran. Die wertlose Pechblende wird haufenweise weggekippt. Im Gegensatz zum Silber, das die Stadt reich macht. Daraus werden große Silbermünzen geprägt, Joachimsthaler. Taler, Ursprung des Wortes Dollar. Im 20. Jahrhundert kosten diese Pechsteine schließlich sehr, sehr viele Dollar. Vielleicht wäre das Uran unbeachtet in den Abraumhalden von Joachimsthal liegen geblieben, hätte es nicht die Neugier eines französischen Physikers geweckt. Hier in Paris. In 1896 ist Henri Becquerel Professor der Physik hier an der École Polytechnique in Paris. In diesem Gebäude führt er ein Experiment durch, um herauszufinden, warum Uran leuchtet. Was er dabei entdeckt, ist unglaublich. Er nimmt eine normale Fotoplatte und hüllt sie in der Dunkelkammer in dickes, schwarzes Papier. Dann legt er ein Stück Uran darauf und lässt beides mehrere Stunden in der Sonne liegen. Als er die Fotoplatte später entwickelt, sieht er, dass diese getrübt ist. Als wäre sie direkt im Sonnenlicht gewesen. Er vermutet, dass Uran das Sonnenlicht absorbiert und in unsichtbaren Strahlen weiterleitet. Diese durchdringen das Papier und treffen auf die Platte.
Doch die wahre Entdeckung verdanken wir dem launischen Pariser Wetter. Donnerstag, der 27. Februar 1896, wird zu dem wohl berühmtesten Schlechtwettertag in der Geschichte der Wissenschaft. Henri Becquerel bereitet das Experiment erneut vor. Doch da die Sonne nicht scheint, verstaut er alles in einer Schublade. Dort lässt er es mehrere Tage lang liegen. Dann tut er etwas, was niemand erklären kann. Denn obwohl das Experiment gar nicht stattgefunden hat, entwickelt er trotzdem die Fotoplatte. Und was er da findet, überrascht ihn sehr. Die Fotoplatte ist wieder getrübt, wie im Experiment zuvor. Doch wie ist das möglich, ohne dass die Sonne das Uran auflädt? Es gibt nur eine Antwort, und die ist wirklich sonderbar. Das Sonnenlicht hat überhaupt nichts damit zu tun. Becquerel hat eine seltsame, noch unbekannte Energie gefunden. Und sie kommt aus dem Inneren des Urans. Bei Henri Becquerel studiert Marie Curie. Sie ist brillant und wird später zwei Nobelpreise gewinnen. Doch zunächst sucht sie ein Thema für ihre Doktorarbeit in Physik. Sie entscheidet sich, die fremdartige Energie des Urans zu erforschen. Das Material dafür bekommt sie kostenlos aus den Minen von Joachimsthal. Das ist Maries Labor. Heute hat man fast alle radioaktiven Materialien daraus entfernt. Diese Tür führte in ihr Büro. Nach der Arbeit im Labor berührte ihre Hand diesen Türgriff. Noch heute finden sich Spuren des radioaktiven Materials, das sie hier hinterlassen hat. Aber es ist so wenig, dass es ungefährlich ist. Dieser uralte Geigerzähler steht hier im Curie-Museum. Nun hören Sie sich das an. Das ist Pechblende. Mit so einem Stein beginnt Marie Curie. Nach Jahren mühsamer Arbeit gelingt es ihr, das Uran aus der Pechblende zu extrahieren. Doch was sie entdeckt, verwundert sie. Das Uran ist nicht das aktivste Element im Gestein. Andere sind noch instabiler, strahlen noch mehr Energie aus. Das berühmteste ist Radium. Dieses vollkommen neue Element Radium leuchtet. Es ist warm. Es setzt eine wunderliche Form von Energie frei. Es verbrennt die Haut und kann Tumore zerstören. Für die Forschung an einem solchen Stein erhält Marie Curie den Doktortitel in Physik, als erste Frau in Frankreich. Zur Feier des Tages veranstalten sie und ihr Mann ein Fest im Garten. Und wir sind alle eingeladen. In dieser Nacht zieht Pierre Curie ein Fläschchen Radium aus der Tasche und seine Gäste sind sprachlos. Auch ein 31-jähriger Neuseeländer, Ernest Rutherford. Er fragt sich, warum diese Substanz leuchtet und in welcher Beziehung Radium und Uran zueinander stehen. Rutherford hat sich mit einem brillanten Chemiker zusammengetan, Frederick Soddy. Gemeinsam erforschen sie Uran. Es führt sie auf eine Reise in die kleine, unbekannte Welt des Atoms. Ein Körnchen Uran, so groß wie der Punkt über dem I, enthält mehr als 2 Trillionen Atome. Kern des Atoms ist der Nukleus, 20.000 mal kleiner als das Atom selbst. Dieser winzige Nukleus im Kern des Atoms besteht aus Protonen und Neutronen, die eng miteinander verbunden sind. Anders als bei Billardkugeln lassen sich Neutronen und Protonen nicht umherstoßen. Sie verbleiben fest und unveränderbar im Atomkern. Und die Anzahl der Protonen innerhalb des jeweiligen Nukleus definiert das Element.
Ein Atom mit einem Proton in seinem Nukleus ist das Element Wasserstoff. Einfacher geht's nicht. Jedes Atom im Universum mit einem Proton ist Wasserstoff. Ein Atom mit zwei Protonen ist das Element Helium. Wie man sieht, hat es auch zwei Neutronen, dargestellt durch zwei weiße Kugeln. Es gibt auch Heliumatome mit nur einem Neutron oder auch mit dreien. Doch sie alle haben exakt zwei Protonen. Ein Atom mit sechs Protonen ist das Element Kohlenstoff. Es kann ein Kohlenstoffatom eines Baumes oder Diamantes sein, doch immer hat es sechs Protonen. Jedes Element hat also eine spezifische Anzahl Protonen. Sieben Protonen stehen für Stickstoff, acht für Sauerstoff, 79 für Gold. Doch sehen Sie sich das einmal an. Der Nukleus von Uran hat ganze 92 Protonen und meistens 146 Neutronen. Das ist der größte Nukleus der Welt. So groß, dass es in ihm rumort. Dabei entdeckten Rutherford und Soddy etwas Außergewöhnliches. Dieser Nukleus spuckt Brocken seiner selbst aus. Diese Brocken sind Strahlung. Sie enthalten Protonen. Sobald der Uran-Nukleus ausstrahlt, verliert er Protonen. Er hat also nicht mehr 92. Und das bedeutet, es ist nicht mehr Uran. Es ist ein vollkommen anderes Element. Ernest Rutherford und Frederick Soddy sehen, wie Uran sich selbst verwandelt. Diese Beobachtung stellt das fundamentale Verständnis der Physik in Frage. Ein Nukleus verändert sich doch nicht einfach. Das erinnert an die dunklen und magischen Künste der Alchemisten. Alchemisten waren Hexer und Magier, umgeben von Zaubertränken. Ihr Traum war es, ein Element in ein anderes zu verwandeln. Sie nannten es Transmutation. Die Alchemisten scheitern. Es ist unmöglich. Ein Element kann nicht einfach ein anderes werden. Das ist Magie. Doch als Rutherford und Soddy das Uran näher betrachteten, sehen sie genau das. Sie erspähen den Drachen. Sobald Uran Energie ausstrahlt, verwandelt es sich zu Thorium. Es transformiert sich tatsächlich in ein anderes Element. Uran verwandelt seine Gestalt. Es macht das von ganz alleine. Auf natürliche Weise. Aufgeregt ruft Frederick Soddy: Rutherford, das ist Transmutation! Und Ernest erwidert: Um Himmels Willen, nenn es nicht Transmutation. Die enthaupten uns als Alchemisten. Thorium ist auch radioaktiv. Es strahlt aus und transmutiert seinerseits zu Protactinium, wiederum ein vollkommen neues Element. Rutherford nennt diese neu gebildeten Elemente Töchter des Urans. Jede Tochter strahlt Energie aus und verändert sich zu einer weiteren Tochter. Radium entsteht. Marie Curies Radium. Es ist die Ur-Ur-Ur-Enkeltochter von Uran. Deshalb findet man es im Uranerz. Radium verwandelt sich nun zu ihrer Tochter Radon. Das ist ein Gas. Radon wiederum transmutiert zu ihrer Tochter Polonium, die kein Gas ist. Und Polonium transmutiert zu deren Tochter und deren Tochter. Uran lässt 14 Generationen aus sich hervorgehen. Eine Abstammungslinie von 14 Töchtern. Die letzte ist Blei.
Eine unfruchtbare Tochter, die nicht radioaktiv ist. Blei kann sich nicht verwandeln. Blei geht nirgendwo hin. Rutherford und Soddy lösen das Geheimnis der Radioaktivität. Uran transformiert sich selbst zu Blei. Uran macht etwas, was niemand für möglich gehalten hat. Es verändert seine atomare Struktur. Und mit jeder Veränderung setzt es Energie frei. Uran bringt die Physiker auf eine faszinierende Idee. Gelänge es jemandem, das Uran zur Verwandlung zu zwingen und all seine Energie freizusetzen, dann besäße dieser jemand eine gigantische Macht. In 1905 lebt in Bern ein 25-jähriger Mann, der seine genialen Fähigkeiten nicht auslebt. Er hat eine junge Frau und einen kleinen Sohn zu versorgen. Also braucht er einen Job, irgendeinen. Das ist sein Haus. Der junge Mann arbeitet als Angestellter im Patentamt. Er beschreibt sich selbst als einen ehrwürdigen Tintenscheißer. Trotz seines Jobs findet er Zeit, sich seinem wahren Interesse zu widmen. Denken. Der junge Mann heißt Albert Einstein. Genau hier formuliert er die berühmteste Gleichung der gesamten Wissenschaft. E ist gleich m mal c Quadrat. Die Gleichung besagt, dass Energie E und Masse m austauschbar sind. Verschiedene Formen derselben Sache. Und C ist die Lichtgeschwindigkeit, eine gigantisch große Zahl. Multipliziert man also die Masse mit dieser Größe im Quadrat, so erhält man eine enorme Menge Energie. Das bedeutet, dass eine kleine Menge Masse in eine gigantische Menge Energie verwandelt werden kann. Immer dann, wenn Uran seine atomare Struktur verändert, geht ein bisschen Masse verloren. Sie wird in Energie umgewandelt und laut Einstein in eine gewaltige Menge von Energie. Frederick Soddy, der junge Chemiker, spekuliert als erster über diese Energie. Wem dieser Energiespeicher in die Hände fällt, der besitzt eine Waffe, mit der er die Erde zerstören könnte. Der Mann, in dessen Fantasie eine solche Waffe zur beängstigenden Realität wird, ist weder Physiker noch Chemiker. Er ist Schriftsteller. H.G. Wells schreibt das Buch Befreite Welt. Darin lernen Wissenschaftler aufgrund Einsteins Erkenntnisse die Kraft der Atomenergie zu nutzen. Im Jahr 2035 wird man durch die Jahrhunderte katapultiert, hinein in das große Unbekannte, zu gläsernen Städten, die in den Himmel ragen. Bemerkenswert. H.G. Wells veröffentlicht sein Buch Befreite Welt 1914. Er widmet es jedoch nicht Albert Einstein, sondern Frederick Soddy. Das Buch führt auch einen neuen, verstörenden Begriff ein. Atombombe. In 1933 lebt ein ungarischer Physiker namens Leo Szilard hier in London. Er ist ideenreich, getrieben, ungeduldig und brillant. Er liest Wells Buch, Befreite Welt. Und es gibt ihm zu denken. Leo Szilard läuft die Straße entlang. An der Ecke von Southampton Row und Russell Square bleibt er stehen. An dieser Kreuzung kommt ihm der wohl gefährlichste Gedanke der modernen Welt.
Wäre es möglich, die Atombombe zu bauen, über die H.G. Wells geschrieben hat? Szilard stellt sich vor, dass erst ein Atom seine Energie freisetzt und damit dann bei anderen Atomen den gleichen Vorgang auslöst. Exponentiell immer weiter, bis Abermillionen Atome ihre Masse in Energie verwandeln. Gleichzeitig. Als Szilard diesen Platz hier erreicht, formt sich in seinem Kopf eine entsetzliche Vorstellung. Die Vorstellung der Kettenreaktion. Und es ist der 12. September 1933. In Deutschland ist Adolf Hitler Reichskanzler. Die Nazis sind erschreckend mächtig, mörderisch intolerant. Insbesondere Juden werden von ihnen verfolgt. Viele der führenden Wissenschaftler in Europa sind Juden. Und viele fliehen nach Amerika. Unter ihnen Albert Einstein. 1938 folgt ihm Leo Szilard aus London. In New York treffe ich Spencer Wirt. Er ist Physiker und Historiker. Ich möchte mit ihm über Leo Szilard sprechen. Szilard war ungarischer Jude. Seit jungen Jahren plagten ihn Ängste und Sorgen vor großem Unheil und drohenden Katastrophen. Deutschland war zu dieser Zeit die führende wissenschaftliche Macht. Szilard erkannte, wenn man eine Atombombe bauen kann, dann wäre Deutschland als erstes dazu in der Lage. Somit wäre die Bombe im Besitz von Hitler und den Nazis. Szilards Befürchtung, Deutschland könnte eine Atombombe bauen, nimmt zu. Denn 1939 erreichen ihn besorgniserregende Nachrichten aus Berlin. Am Kaiser-Wilhelm-Institut arbeitet ein brillanter deutscher Chemiker, Otto Hahn. Er war Student von Ernest Rutherford. Genau zu der Zeit, als Rutherford und Soddy entdeckten, dass Uran seine atomare Struktur auf natürliche Weise verändert. Otto Hahn geht mit seinem Experiment noch einen Schritt weiter. Er versucht, den Wandel des Uranatoms zu erzwingen. Und seine Ergebnisse sind verblüffend. Er sendet seiner Kollegin Lise Meitner seine Resultate. Wie viele jüdische Physiker ist auch sie bereits aus Deutschland geflohen. Sie realisiert, was Otto Hahn getan hat. Er hat das Uranatom gespalten. Das hatte niemand für möglich gehalten. Wenn wir davon reden, ein Atom zu spalten, meinen wir, den Nukleus zu spalten. Das Uranatom zu spalten wird oft mit dem Anstoß beim Billard verglichen. Doch es ist viel unübersichtlicher. Nur ein bestimmter Typ des Uranatomkerns lässt sich spalten. Einer mit 92 Protonen und 143 Neutronen. Zusammen ergibt das 235. Man nennt es Uran-235. Die Kraft, die diesen Nukleus zusammenhält, ist die stärkste Kraft im Universum. Physiker nennen sie starke Kraft. Der Uran-Nukleus ist gigantisch und steht unter enormer Spannung. Er ist instabil. Wenn ich ein weiteres Neutron hinzufüge, nimmt die Instabilität zu. Der ganze Uran-Nukleus zerreißt. Er spaltet sich. Die starke Kraft verdichtet sich in beiden Hälften. Masse transformiert zu Energie. Genau wie Einstein es prophezeit hat. Und noch wichtiger, bei der Spaltung bleiben zwei oder drei einzelne Neutronen übrig. Hier kommt Leo Szilards Vorstellung der Kettenreaktion ins Spiel. Denn sobald diese Neutronen auf andere Uran-235-Atomkerne treffen, spalten sich auch diese auf, was wiederum weitere Energie und Neutronen freisetzt. So spaltet ein Uran-Nukleus zwei weitere. Diese spalten vier und dann acht und dann 16. In nur 60 Schritten haben sich Trillionen Atome gespalten. Und jedes einzelne setzt Energie frei. Das ist E gleich M mal C Quadrat in einer erschreckenden Anwendung.
Uran kann zu einer Bombe werden. Und die Deutschen wissen wie. Am 14. März 1939 bricht Adolf Hitler das Versprechen, das er in München gegeben hat. Er erobert den Westen der Tschechoslowakei. Die Nazis kontrollieren damit auch die alte Minenstadt Joachimsthal. Nun haben sie sowohl das Uran als auch das Wissen, um damit eine Bombe zu bauen. Otto Hahn spaltet das Uranatom in Berlin. Die Nazis kontrollieren das einzige Uranvorkommen in ganz Europa. Und Leo Szilard verfolgt das Ganze mit großer Sorge. Szilard befürchtete, die Nazis könnten die Atombombe vor allen anderen bekommen, womit sie wohl den Krieg gewinnen würden. Er sorgte sich um die Zukunft der westlichen Zivilisation. Was konnte man tun? Er musste die Vereinigten Staaten darauf aufmerksam machen. Doch wie sollte er, Leo Szilard, Franklin D. Roosevelts Aufmerksamkeit erlangen? In New York ist Leo nicht bekannt genug, um den Präsidenten anzusprechen. Doch er hat einen Freund hier, der berühmt ist. Albert Einstein ist mittlerweile der angesehenste Wissenschaftler der Welt. Er hat für den Sommer ein Haus auf Long Island in New York gemietet. Leo besucht ihn und erzählt ihm von seiner beängstigenden Idee einer Uranbombe. Albert Einstein hat das noch nie in Betracht gezogen. Doch jetzt tut er es. Und die Schlussfolgerung erschreckt auch ihn. Und so setzt er seinen Namen auf einen Brief, in dem Präsident Roosevelt davor gewarnt wird, die Nazis könnten an einer Uranbombe bauen. Daraufhin veranlasst Roosevelt seine Wissenschaftler, an einer amerikanischen Uranbombe zu forschen. Der 7. Dezember 1941. Ein Datum, das einen Schandfleck hinterlassen wird. 1941 steigt Amerika in den Krieg gegen Deutschland und Japan ein, mit seiner geballten industriellen Macht. Das Projekt zum Bau von Szilards Uranbombe erhält grünes Licht. Verantwortlich ist Robert Oppenheimer, der als Teenager Joachimsthal besucht hatte. Er ist nun 38 Jahre alt, ein nervöser, kettenrauchender, theoretischer Physiker. Mit einer Vorliebe für Martinis, Frauen und altindische Lyrik. Eine geheime Stadt namens Los Alamos entsteht weit entfernt in der Wüste von New Mexico. Oppenheimers Aufgabe ist es, dort aus einem Metall eine Bombe zu bauen. Jetzt läuft alles auf Autopilot. Rob, diesmal ist der Einsatz verdammt hoch. Doch bevor die amerikanische Bombe fertig ist, kapituliert Deutschland. Der Krieg in Europa ist vorbei. Die Alliierten verhaften alle deutschen Physiker, inklusive Otto Hahn. Den Mann, der das Uranatom als erster gespalten hatte. Wie nah waren die Deutschen an der Atombombe? Weit entfernt. Es gibt keine deutsche Uranbombe. Leo Szilard, der Mann, der den Präsidenten zum Bau der Bombe gedrängt hatte, versuchte nun, ihn vom Bau abzuhalten. Doch Leo Szilards Warnung wird ignoriert. Amerika führt noch immer Krieg mit Japan. Und die Arbeit an der Atombombe wird trotz größter technischer Probleme vorangetrieben. Die größte Herausforderung ist das Uran selbst. Natürliches Uran aus den Minen ist meist Uran-238. Sein Nukleus enthält also 238 Protonen und Neutronen. Nur eins von 100 Uranatomen hat ein Nukleus mit 235, also drei Neutronen weniger. Und nur er kann sich spalten und dadurch andere Uran-235 Nuklei zum Spalten bringen. Die Wissenschaftler des Manhattan-Projekts mussten also genügend Uran-235 bekommen, um die kritische Masse, die Mindestmasse, zu erhalten. Die Menge, die eine Kettenreaktion auslöst. Das Problem dabei, Uran-235 und Uran-238 sind fast identisch. Uran-235 ist allerdings ein kleines bisschen leichter.
Also nutzen die Wissenschaftler den Gewichtsunterschied, um die Uranatome zu unterscheiden. Sie brauchen eine hohe Konzentration Uran-235. In neu gebauten Industrieanlagen extrahieren sie die einzelnen Atome in großen Mengen. So gelingt es ihnen, einen basketballgroßen Klumpen aus fast reinem Uran-235 zu gewinnen. Den Kern der Bombe. Und hier ist sie. Um zu ermitteln, wie viel Uran sie genau benötigen, führen Physiker hochgefährliche Versuche durch. Sie nennen sie den Drachenkitzel. In dieser Bombe schläft der Drache unruhig. Etwa 3 Stunden Autofahrt von Los Alamos entfernt liegt das Tal Jornada del Muerte, die Reise des toten Mannes. Es gibt nur wenige Orte auf der Erde, von denen man sagen kann, hier hat sich die Welt für immer verändert. Das hier ist einer davon. 1945 bauten sie hier einen 30 Meter hohen Turm. Und zogen die Bombe, die sie erschaffen hatten, an ihm empor. Das war der Bombentest Trinity. Dreifaltigkeit. Am Morgen des 16. Juli 1945 um 5.29 Uhr und 45 Sekunden fauchte hier der Drache. Robert Oppenheimer dachte an seine geliebten indischen Gedichte. Ich erinnere mich an eine Zeile aus der Bhagavad Gita. Vishnu versucht den Prinzen zu überzeugen, seine Pflicht zu tun. Um ihn zu beeindrucken, nimmt er die Form einer mehrarmigen Gestalt an. Und sagt, jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Ich nehme an, dass wir uns alle so gefühlt haben. Zehn Tage später wird eine Uranbombe auf eine kleine Insel im Pazifik gebracht. Hier wird sie in einen B-29-Bomber verladen, der den Namen der Mutter des Piloten trägt. Die Enola Gay-Mission startet von der Insel Tinian in den Marianen. Die Crew erhält letzte Anweisungen und Informationen über das Wetter. Die massive Bombe wird verladen. Um 2.45 Uhr früh am 6. August 1945 hebt Oberst Tibbet in der Enola Gay ab. Die Flugzeit nach Japan beträgt 6,5 Stunden. Es ist ein schöner, wolkenloser Morgen, jener 6. August 1945 in Hiroshima. Die Menschen sehen ein silbernes Flugzeug am Himmel glänzen. Es ist die Enola Gay.
Sie wirft eine Bombe ab. Genau 600 Meter über unseren Köpfen. Am Morgen um 8.15 Uhr explodiert sie und das Uran ändert alles. Für immer. Metall, geformt aus einem explodierenden Stern, detoniert so wie nie etwas zuvor. Wir nahmen ein Metall und brachten es dazu, seine ganze Kraft zu entfalten. Und damit haben wir den Drachen geweckt. Menschen, die der Explosion am nächsten sind, verdunsten augenblicklich in der gewaltigen Hitze. Ihre Spuren bleiben, eingebrannt in den Asphalt. Nach dem Abwurf der Bombe behaupten die Amerikaner, dass den Überlebenden von Hiroshima keine Folgeschäden durch Strahlung drohen. Der Australier Wilfred Burchett kommt als erster westlicher Journalist in die Stadt. Und was er findet, hat die Welt niemals zuvor gesehen. Menschen, die an einer schrecklichen Krankheit leiden, dem akuten Strahlensyndrom. Ich schreibe das als eine Warnung an die Welt. Die Menschen in Hiroshima sterben auf mysteriöse und schreckliche Weise an etwas, das ich nur als die atomare Plage bezeichnen kann. All diese Krankheitsbilder werden durch die radioaktive Strahlung der Atombombe verursacht, die Explosion des Uranatoms. Diese Krankheit ist etwas, das die Welt noch nie gesehen hat. Die Strahlung schießt in Lichtgeschwindigkeit durch die Menschen. Auf molekularer Ebene zerstört sie die Zellen. Es ist eine neue Krankheit, das akute Strahlensyndrom. Wilfred Burchett nannte es die atomare Plage. Die Folgen der Uranbombe raffen über 100.000 Menschen dahin. Vor Hiroshima kannte kein Mensch Uran. Und plötzlich brennt es sich in das Bewusstsein der Welt. Bald werden Minenarbeiter kommen, um das Uran unter diesem Land zu erschließen. Und die Ureinwohner fürchten, dass sie das schlafende Reptil wecken und damit Erdbeben und Brände erzeugen. Die Katastrophen der neuen Zeit. Das Uranzeitalter. Wir fahren schon seit über 3,5 Minuten. Wegen der Tiefe des Schachts habe ich Druck auf den Ohren. Hier muss es Uran geben. Ich messe 5 bis 6 Mikrosievert die Stunde. Das ist 50 Mal so viel wie die normale Strahlung an der Oberfläche. Wir sind da. Untergeschoss Joachimsthal-Mine. Ich suche nach einer dunklen Steinschicht. Ja, hier ist es. Die Bergleute haben dieses Zeug gehasst. Es bedeutet, dass die Silberader versiegt war. Aus diesem Grund nannten sie es Pechblende, was so viel bedeutet wie der Stein, der Pech bringt.
Schauen Sie mal, was unter ultraviolettem Licht damit passiert. Es fluoresziert. 1789 analysiert der deutsche Chemiker Martin Heinrich Klaproth das Gestein. Er findet darin ein neues Element und benennt es nach dem kürzlich entdeckten Planeten Uranus. Dieses Pechblendegestein hat eine hohe Strahlung. Zur Erinnerung, an der Oberfläche beträgt die Ich bin in Australien geboren und habe hier Physik studiert. Die Geschichte dieser gigantischen Kraft hat mich schon immer fasziniert. Deswegen möchte ich der Spur des Urans folgen. Bevor es die Erde gab, vor Milliarden von Jahren, explodiert ein Stern. Eine Supernova. Aufgrund der unvorstellbaren Energie der Supernova-Explosion bildet sich eine riesige Anzahl von radioaktiven Atomkernen mit unterschiedlichsten Lebensdauern. So entsteht Uran. Aus den Bruchstücken dieser Explosion entsteht vor 4,5 Milliarden Jahren unser Planet. Und das Uran wird Teil dieser heißen und flüssigen Erde. Die Erde kühlt ab, in ihrem Inneren eingelagert das Uran, immer noch aufgeladen mit Energie aus der Explosion des Sterns. Ich reise nach Tschechien, meine erste Station auf der Suche nach Uran. Das sind Geigerzähler. Sie messen nukleare Strahlung, winzige Partikel, die aus den Überresten des explodierten Sterns kommen. Sie machen ein Geräusch, sobald sie Strahlung erkennen. Legenden nach gibt es eine Welt unter der unseren. Eine Welt, in der ein Drache schläft. Diese Legenden warnen. Sei vorsichtig, wenn du den Drachen weckst. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts ist Uran nahezu unbekannt und eigentlich wertlos. Doch schon 40 Jahre später ist es das begehrteste und am meisten gefürchtete Metall auf Erden. Das ist Uran. Als Physiker bin ich von seinen einzigartigen Eigenschaften fasziniert. Doch es ist mehr als das. Dieses eine Metall hat unsere gesamte moderne Welt geformt. Uran verändert alles. Uran ist für das Erscheinungsbild unserer Welt verantwortlich. Uran ist der Traum von sauberer, unerschöpflicher Energie. Gleichzeitig ist es der Albtraum einer leblosen und vergifteten Erde. Oh, es ist wirklich sehr heiß hier. Die Werte sind extrem hoch. Gehen Sie mit mir auf Spurensuche nach dem begehrtesten. Das ist ein Atomreaktor. Und dem meistgehassten Metall der Erde. Es ist diese Angst, wenn es explodiert. Was dann? Wie wurde die elementare Kraft des Urans, die Kraft des Drachens, entfesselt? Was ist geschehen, als wir den Drachen weckten? Dies ist die Geschichte, wie aus Uran eine Bombe wurde. Dieses Land ist die Heimat der Ureinwohner Australiens, der ältesten bestehenden Kultur der Erde. Ihre Legenden erzählen, dass ein heiliges Wesen, ein riesiges Reptil, dieses Land und die ganze Welt erschuf. Danach verschwand es wieder in den Untergrund. Dort schläft es und sollte besser nicht gestört werden. Mittlerweile wissen wir, dass sich hier im Boden die weltweit größten Uranvorkommen befinden. Uran ist wie ein schlafender Drache, ein Wesen von mythischer Kraft.
Die Ureinwohner des Landes warnen davor, diesen Ort zu stören und das schlafende Wesen zu wecken. Denn dies würde in einer Katastrophe enden. 1945 wurde die Kraft des Urans in einer einzigen Bombe über Hiroshima entfesselt. Wie kann ein Element aus der Erde eine solche Kraft entwickeln? Strahlung existiert natürlich überall auf der Erde. Hier in Tschechien ist der Wert etwa 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Das entspricht in etwa dem globalen Durchschnitt. Im Laufe eines Tages summiert sich das zur gleichen Strahlungsmenge, der man beim Röntgen der Zähne ausgesetzt wird. Strahlung ist in der Luft, die du atmest, im Essen, das du isst. Sie ist in der Erde und kommt aus dem All. Verursacht wird sie von winzigen Uranbestandteilen und anderen radioaktiven Atomen, die sich überall auf dem Planeten befinden. Jeder Einzelne gibt nukleare Strahlung ab. Schlafen Sie neben jemandem, sind Sie höherer Strahlung ausgesetzt, als wenn Sie alleine schlafen. Das ist vollkommen normal. Dieses Phänomen heißt Hintergrundstrahlung und ist Teil des Lebens auf der Erde. Die Hintergrundstrahlung variiert von Ort zu Ort. Sie wird in Mikrosievert gemessen. Der natürliche Durchschnittswert beträgt 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Der Grund meines Besuchs in Joachimsthal ist nicht die Stadt. Mein Interesse gilt den nahegelegenen Hügeln. Das ist eine 500 Jahre alte Silbermine. Joachimsthal lebte einst vom Silberabbau. Und hier beginnt auch unsere Geschichte. Wir bewegen uns mit etwa 3 Metern pro Sekunde abwärts.